Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim wa ala Ali wa sahbihi ajma'in. Nun zum zweiten Teil. Wir haben darüber geredet, wir haben ganz klar bewiesen, dass der Koran ganz deutlich sagt, dass die Bibel verfälscht ist, dass Teile davon wahr sind, dass teilweise Licht und Rechtleitung da drin liegen, aber dass teilweise verkehrt ist. Das ist die islamische Position. Sicherlich ein strenggläubiger Christ wird da anderer Meinung sein, aber das ist unsere Position, das ist unser Glaube, damit das erstmal klargestellt ist. Jetzt wird natürlich jemand sagen, ein Argument dagegen, dass die Bibel verfälscht ist, ein Argument, was immer wieder benutzt wird, sind die sogenannten Qumran-Rollen. Dabei handelt es sich um Rollen, die gefunden wurden, Schriftrollen, Handschriftrollen, die gefunden wurden im Jahre 1947 in Qumran am Toten Meer, in einigen Höhlen. Und dies soll ein starkes Argument sein dafür, dass die Bibel nicht verfälscht ist. Ich habe beispielsweise schon mal mit einem Missionar geredet und ich habe ihn gefragt, gib mir ein rationales Argument, dass das Christentum die wahre Religion ist, die Wahrheit ist. Da meinte er zu mir, überleg mal, denk mal logisch nach. Im Jahre 1947 wurden in Qumran Rollen gefunden und das Buch Jesaja ist noch komplett vorhanden. Tatsächlich ist es so, dass in Qumran Schriftrollen gefunden wurden, die mit den heutigen Manuskripten fast übereinstimmen. Fast. Nur kleine Abweichung gibt es da. Jetzt wollen wir mal analysieren, ob das ein rationales Argument ist, dass das Christentum die wahre Religion ist. Erstens, wenn ich sagen würde, wir haben irgendwo in der Höhle, dasselbe Beispiel jetzt, wir haben irgendwo in einer Höhle, übrigens diese Rollen sollen von vor 200 vor Christus sein, ja? Wenn ich sagen würde, ich habe irgendwo in einer Höhle eine Schriftrolle gefunden, das ist der Koran fast wie heute. Es gibt nur kleine Abweichungen. Was würde man dann sagen? Dann würde man sagen, ja, siehst du, der Koran ist gefälscht. Es gibt kleine Abweichungen. Subhanallah, aber im Fall der Bibel ist das ein Beweis, dass die Bibel unverfälscht ist. Da sagt man, guck mal, nur kleine Abweichungen, das heißt, die Bibel ist unverfälscht. Aber wenn man sagen würde, ach, wir haben ein Schriftstück gefunden, da gibt es kleine Abweichungen, dann sagt man so, siehst du, der Koran ist verfälscht. Ich gebe ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ungefähr vor 10, 20 Jahren hat man in Jemen in der Erde verbuddelt Korane gefunden, in Anführungsstrichen. Und dann kam ein großes Bohai. In diesem Koran gibt es kleine Abweichungen von dem Koran, den man heute hat. Das ist ein tödlicher Schlag für die Muslime, die immer gedacht haben, der Koran wäre unverfälscht. Jetzt zu der ganzen Geschichte. Wenn wir heute einen Koran finden, der nicht mit dem heutigen Koran übereinstimmt, und sei es auch nur ein Vers, was sagen wir dann? Dann sagen wir, es ist nicht der Koran. Ganz einfach. Das heißt, wenn du irgendwo in der Höhle was findest, was dem heutigen Koran widerspricht, wir haben einen Konsens. Es gibt Millionen von Menschen, die einen Isnad, eine Überlieferungskette zum Propheten zurückhaben, dass sie den Koran, der Lehrer, von dem Propheten gelehrt bekommen hat. Wir haben Manuskripte aus der Zeit von Uthman, der ungefähr 15 Jahre nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam an die Macht kam als Khalif. Wir haben Manuskripte aus seiner Zeit, die genau mit dem Koran, den wir überall haben, übereinstimmt. Wir haben nicht einen Koran bei den Schiiten, der 121 Suren hat, und einen Koran bei den Sunniten, der 114 Suren hat, so wie die Katholiken 73 Bücher haben und die Protestanten 66 Bücher, sondern wir haben alle einen Koran mit 114 Suren. Alhamdulillah, keine Meinungsverschiedenheit. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit über einen Vers. Alhamdulillah. Jetzt sagt man ja, okay, was ist denn mit diesen Schriftrollen? Die Erklärung ist ganz einfach. Ich habe eben schon gesagt, natürlich kann es sein, dass ich einen Koran schreibe und ich mache einen Fehler. Was wird mit dem Koran gemacht? Was machen die Muslime damit, wenn ein Koran zum Beispiel schreibe und ich schreibe ein Wort falsch? Was wird gemacht? Dann wird er genommen und wird verbrannt. Warum? Nicht, weil das Entehrung ist für den Koran, sondern weil es eine Ehre ist für den Rest von dem Koran. Warum?
Weil der muss vollständig zerstört werden. Weil du kannst ihn nicht in die Mülltonne werfen und da kommt ein Hund und pinkelt auf das, was noch von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Oder zweite Möglichkeit, es wird im Wasser aufgelöst. Oder dritte Möglichkeit, was noch? Es wird tief in die Erde eingebuddelt. Das ist das, was wir bei den Fuqaha, bei den islamischen Rechtsgelehrten finden. So jetzt, diese angeblichen Schriftrollen in Jemen, wer hat die gesehen? Hat die einer von uns gesehen? Wo sind die, wenn da angeblich Abweichungen sind? Erste Frage. Und zweitens, wo hat man die gefunden? Tief in der Erde eingebuddelt. Von daher müsste diese Sachen schon mal erklärt sein. Dann zweite Sache. Ich habe mit einem anderen Christen geredet. Er hat zu mir gesagt, guck mal, die sieben Apokryphen, an die die Katholiken glauben, die wurden in den Koranhöhlen nicht gefunden. Guck mal, ist das nicht ein Wunder? Das zeigt, dass unsere Bibel, dass die Protestanten haben, genau richtig ist, weil man diese sieben Bücher nicht gefunden hat. MashaAllah. Dann sage ich nur seltsamerweise, man hat aber auch bei den Qumran-Rollen Schriften gefunden, die überhaupt nicht zur Bibel gehören. Also müssen wir jetzt diese sagen, die Schriften, die trotzdem da gefunden wurden, die müssen ja dann auch zur Bibel gehören. Oder was ist das für eine Logik? Das heißt, ich sage, es ist ein Beweis, dass die Bibel, die sie haben, richtig ist, weil die sieben apokryphen Schriften nicht gefunden wurden, aber dafür würden viele andere Schriften gefunden, die nicht zur Bibel gehören. Weil wir haben schon gesagt, eine Fälschung wäre auch, dass man etwas wegnimmt, was dazugehört. Nächster Punkt, dritter Punkt. Er hat gesagt, die sieben apokryphen Schriften wurden nicht gefunden. Das ist ein Beweis, dass diese sieben apokryphen Schriften, an die die Protestanten nicht glauben, nicht zur Bibel gehören. Aber das Buch Esther, wo die Protestanten sagen, das gehört auch zur Bibel, wurde auch nicht gefunden. Warum sagt man nicht, aha, Fehler, Fälschung, weil das Buch Esther wurde nicht in den Qumranrollen gefunden. Versteht man das, das Beispiel? Das heißt, dann ist das ja auch eine Fälschung. Dann nächster Punkt, das war jetzt der dritte Punkt. Wenn wir etwas analysieren und wenn wir uns etwas betrachten, wir schauen immer, wie glaubwürdig sind die Leute, die uns etwas berichten. Wenn zum Beispiel der größte Lügner zu dir kommt und er sagt zu dir, hör mal, dein Haus ist am Brennen, dann sagst du dem, ja, ja, alles klar. Wir kennen dich schon, du Mythoman. Wenn irgendein Verbrecher erzählt, also du hast einen Verbrecher gesehen, wie er irgendwo an einem Haus vorbeigegangen ist und im Haus wurde eingebracht in der Nacht, du hast ihn in der Nacht um das Haus schleichen gesehen, dann sagst du dir, nein, ich war das nicht. Und der ist bekannt als Verbrecher, würdest du ihm glauben? Nein. So, dann schauen wir, wer waren die Leute, die für die Ausgrabungen, für die Analysierung der Qumranen verantwortlich waren. Der erste Hauptverantwortliche dafür war ein gewisser Roland de Vaux, ein militanter nationalistischer Katholik. So, wird dieser militante Katholik sagen, ja, wir haben auch Abweichung gefunden? Niemals, natürlich nicht. Dann, in dieser ganzen, das hat ja über 50 Jahre gedauert, bis es dann endgültig entschlüsselt war, oder ungefähr 40, 50 Jahre, in dieser ganzen Zeit sind total viele Leute entlassen worden. Warum? Und das findet man auch in diesem Buch, Verschlusssache Jesus, weil man wollte einen Konsens erreichen. Man wollte beweisen, schau, diese Schriften sind nicht verändert worden. Man wollte einen Konsens erreichen und die Leute, die gegen den Konsens waren, die wurden rausgeschmissen. Das war der fünfte Punkt. Sechster Punkt, andere Schriftrollen, die fast zur selben Zeit gefunden wurden, wie von Nag Hammadi, wurden viel schneller entschlüsselt. Warum hat es bei Qumran so lange gedauert? Alles Dinge, die sehr undurchsichtig sind. Dann nächster Punkt. Wie schon gesagt, man hat jetzt nicht nur bei Qumran, sondern auch an anderen Stellen andere Schriftrollen gefunden, wie zum Beispiel Judas, Evangelium und so weiter. Warum sagt man nicht, ach ja, ich habe ein anderes Buch in irgendeiner Höhle gefunden, dann ist das jetzt das Wort Gottes. Nur weil die anderen dieses Buch als Wort Gottes akzeptieren, heißt so lange nicht, wenn ich irgendwo in der Höhle dann was davon finde, dass es das Wort Gottes ist. Das Buch von Nostradamus akzeptiert keiner als das Wort Gottes. Wenn jemand das Buch Nostradamus als das Wort Gottes bezeichnen würde und irgendjemand findet das Buch Nostradamus dann in einer Höhle irgendwo, in den Rocky Mountains, heißt das dann, dass das Buch von Nostradamus ein Buch von Gott ist? Oder wenn irgendjemand die hinduistische Schriften oder wo irgendwo in der Höhle findet, heißt das jetzt, dass die Bücher wirklich original sind, nur weil sie erhalten geblieben sind? Okay, kein Problem. Weiterer Punkt. Laut, wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem sagen würde, weil das wird datiert, also man sagt auf 200 vor Christus, die Qumranrollen. Wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, ich glaube nicht, dass das 200 vor Christus ist,
Diese Schriftrollen sind von 1000 nach Christus. Das heißt, die haben sich vertan. Mit der Datierung, die haben sich um 1200 Jahre vertan. Was wird er zu mir sagen? Er wird sagen, hey, das ist unwissenschaftlich, was du erzählst. Wie kann das sein, dass das von, das ist moderne Wissenschaft. Die moderne Wissenschaft sagt, das ist von 200 vor Christus. Weil ansonsten, wenn es 1000 nach Christus ist, ist es nach Mohammed gekommen, kann man danach noch was verfälscht haben. Es ist von 1000 nach Christus, es ist von 200 vor Christus, moderne Wissenschaft sagt das. Moderne wissenschaftliche Geräte, moderne Wissenschaft. Dann sage ich, okay, du sagst, die moderne Wissenschaft kann sich nicht um 1000 Jahre vertan haben. Wie alt ist laut Bibel die Erde? 6000 Jahre. Moderne Wissenschaft sagt, 4,6 Milliarden Jahre. Wie kommt das? Ja, da hat sich die moderne Wissenschaft vertan. Masha'Allah. Hier hat sich die moderne Wissenschaft um 4,5 Milliarden Jahre vertan, aber hier hat sich die moderne Wissenschaft nicht um 1000 Jahre vertan. Naja, muss jeder selber entscheiden, ob das logisch ist. Dann der nächste Punkt ist, wenn wir sagen, das Alte Testament ist nicht verfälscht, dann hat das keinen Einfluss auf das Neue Testament. Und die meisten Unterschiede zwischen Islam und Christentum bestehen im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Die meisten Diskrepanzen haben wir mit dem Neuen Testament, nicht mit dem Alten Testament. Von da auf das Neue Testament hat es absolut keinen Einfluss. Dann der nächste Punkt ist, wenn jetzt jemand sagt, und wir nehmen an, okay, Roland de Vaux war ein guter Mensch, es wurde keiner entlassen, es wurde alles vernünftig entschlüsselt, die moderne Wissenschaft hat sich nicht um 1000 Jahre oder 300 Jahre oder 400 Jahre vertan. Ja, wir sagen, okay, kein Problem, wir nehmen an, kein Problem. Beweist das jetzt, dass die Bibel nicht verfälscht ist? Weil was bedeutet das? 200 vor Christus, wann wurde das erste Buch von der Bibel geschrieben? Genesis? 1500 vor Christus. Das heißt, da sind 1300 Jahre zwischen, um den Namen Mohammed rauszunehmen. Von Jesaja sind 500 Jahre dazwischen, also das beweist höchstens. Wenn wir es annehmen, wir sagen, okay, keine Fälschung, wir nehmen das jetzt als Autorität hin. Es beweist höchstens, dass von 200 vor Christus bis jetzt nicht mehr verfälscht wurde. Das Alte Testament. Plus die kleinen Abweichungen, aber kleine Abweichungen können manchmal viel bedeuten. Plus, ja. Und übrigens, ich habe die Qumran-Rollen nicht gelesen. Von daher, man verlässt sich auch nur darauf, was andere gesagt haben, ja. Dann nächster Punkt. Wenn das auch noch genauso ist wie heute, dann beweist es, oder wenn es damals genauso war wie heute, dann beweist das höchstens, dass das, was da ist, nicht verfälscht wurde. Das wäre das Allerhöchste, wenn wir all diese Diskrepanzen, all diese Probleme wegnehmen, was man sagen könnte. Aber du könntest nicht sagen, dass nicht etwas rausgenommen worden ist. Das kann man gar nicht beweisen, dass irgendetwas rausgenommen worden ist. Dann das Nächste. Wir finden Sachen im Neuen Testament, wo Jesus zitiert aus dem Alten Testament, er zitiert, und du findest es nicht im Alten Testament. Ich werde ein Beispiel geben. In Lukas 24, Vers 46, da sagt Jesus, er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift. Das heißt, er zitiert jetzt. Er sagt nicht, in der Schrift steht das, und dann erklärt er mit seinen eigenen Worten, sondern er sagt, so steht es in der Schrift. Das heißt, er zitiert jetzt. Dann sagt er, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ich wiederhole nochmal, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ja? So, dann hat man im Alten Testament gesucht, wo könnte diese Stelle sein? Wo könnte dieses Zitat sein? Und dann hat man Hosea 6, Vers 3 gefunden, weil da irgendetwas von 2 und 3 Tagen erzählt wird. Jetzt vergleich diesen Text mal, hat gar nichts damit zu tun. Das Zitat ist vollkommen anders. Das heißt, dieses Zitat, was Jesus angeblich gebracht hat, gibt es nicht mehr. Hier steht, hier, er wird uns lebendig machen nach 2 Tagen. Am dritten Tag wird er uns auferstehen lassen und wir werden vor ihm leben. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
am zweiten Tag, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns auferstehen lassen und wir werden vor ihm leben. Und hier steht, der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern angefangen, Jerusalem verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Nix. Es ist einfach nur zwei und drei Tage gefunden worden und wenn man den Kontext liest, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, für jeden, der ehrlich zu sich selber ist. Nächster Punkt. Verschlusssache Jesus, dieses Buch, hier wird noch was anderes sehr Interessantes erwähnt. Sollte man genau drauf achten. Hat Puach, ein gewisser Puach, hat ein bisher unentdecktes Zitat, das ist die Seite 95, Puach hat ein bisher unentdecktes Zitat aufgespürt, das einem, gut zugehört, unbekannten Propheten zugewiesen wird. Dieses Zitat stammt direkt aus den Schriftrollen vom Toten Meer, woraus hervorgeht, dass der Autor des Barnabas-Evangeliums entweder selbst zur Gemeinde vom Koran gehörte oder mit ihren Lehren vertraut war. Und im Barnabas-Evangelium, das ist übrigens nicht das Evangelium, wo wir sagen, das korrekte Evangelium, aber auch ein Bericht, wo einige Sachen richtig sind und falsch. Und im Barnabas-Evangelium steht, dass Jesus sagt, nach mir wird ein Prophet kommen, der Mohammed heißt. Warum wurde das Barnabas-Evangelium nicht in die Bibel mit aufgenommen? Und hier sagt er, hier, dass der Barnabas wahrscheinlich dazugehörte und dass da eine Schriftrolle gefunden ist, wo ein unentdeckter Prophet, ein unbekannter Prophet, eine Schrift von einem unbekannten Propheten ist. Dann, nächster Punkt, wo auf einen unbekannten Propheten hingewiesen wird. Dann, wenn wir sagen, es ist nichts verändert worden, dann haben wir schon gesagt, dann heißt das, nichts wurde hinzugefügt und so weiter. Aber wir finden zum Beispiel auch im Neuen Testament, dass ein Vers im letzten Jahrhundert gefunden wurde, dass er nicht zu den Manuskripten gehörte, das Komma Johanneum, was für die Trinität als Beweis benutzt wird, wurde aus den Bibelübersetzungen aus den meisten rausgenommen. Dann etwas anderes als Fälschung, was heute noch existiert, ist Johannes 8. Viele haben diese Geschichte gehört, dass eine Frau zu jemandem geführt wird, zu Jesus. Eine Frau wird zu Jesus geführt, sie soll Sina begangen haben und die Leute sagen, diese Frau muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt laut Johannes 8, wer dir noch keine Sünde gemacht hat, soll den ersten Stein werfen. Und dann sind sie alle gegangen, hat Jesus gesagt, wollen sie dich nicht verurteilen? Dann will ich dich auch nicht verurteilen. Dieser Vers kommt in keinem der ältesten Manuskripte vor. In keinem der ältesten Handschriften vor. Markus 16, das Ende, kommt in keinem der ältesten Manuskripte vor, ist heute noch in der Bibel enthalten. Codex Syriaticus nicht vorhanden. Jetzt. Um das nochmal zu illustrieren, weil viele sagen, guck mal, er hat die Todesstrafe abgeschafft für Sina. Jesus hat nicht gesagt, ich habe die abgeschafft. Das ist Interpretation, was ihr macht. Jesus hat gesagt, will dich keiner verurteilen? Wo sind die Beweise? Diese Leute sind Sünder. Und er hat gesagt, dann will ich dich auch nicht verurteilen. Er hat nicht gesagt, das Gesetz ist abgeschafft, nur mal wegen allgemeine und spezielle Beweise. Explizite und implizite Verse, ja? Ich hoffe, das ist verstanden. Jetzt. Und außerdem ist es sowieso nicht in den ältesten Handschriften vorhanden. Dann nächste Sache. So, da kann man nur zu sagen, das sind 15 Punkte, die natürlich jeden zum Nachdenken bringen sollen, ob diese Sache wirklich ein so schlagfertiger Beweis für, ein rationaler Beweis für die Korrektheit des Christentums ist. Aber wenn das ein Beweis ist für die Korrektheit des Christentums, und nehmen wir mal an, diese Punkte, die ich gerade genannt habe, die kommen alle nicht vor. Die kommen alle nicht vor. Das heißt, die Qumranrollen sind 1a. Okay, wir sagen, Gott ist allmächtig, Gott weiß alles. Also wir haben jetzt gesehen, dass die Qumranrollen sowieso absolut kein Beweisstück sind. Absolut nicht. Aber nehmen Sie mal an, angenommen. So, was ist, wenn wir die Qumranrollen haben und wir finden da zum Beispiel, erstens, die Sintflut, Genesis 6, Genesis 7, Genesis 8. Die Sintflut zur Zeit von Noah wird dort beschrieben, dass sie die ganze Welt bedeckte. Die ganze Welt. Außer die, die im Schiff von Noah saßen. Das war im 21. oder 22. Jahrhundert vor Christus. Moderne Wissenschaft sagt, Anthropologie, Archäologie, Historik, dass es Dynastien gab, Hochkulturen, die hatten, babylonische Hochkulturen, Ägypten die Hochkultur, die niemals einen Abbruch in dieser Zeit hatten. Das heißt, sie sind nicht zerstört worden. Das heißt, das ist ein Fehler,
anthropologisch, historisch, archäologisch. Nächster Punkt. Beziehung von Licht und Sonne. In Genesis 1 steht, wie ich eben schon erwähnt habe, das Licht wurde am ersten Tag erschaffen, aber die Sonne und die Sterne wurden erst am vierten Tag erschaffen. Wir wissen, Licht und Sonne kommt von Licht kommt doch von Sonne und Sternen, oder? Ist es nicht so? Da braucht man sicherlich ein Argument für. Zweitens, Tag und Nacht. Tag und Nacht werden am ersten Tag erschaffen, aber die Erde erst am dritten Tag und die Sonne am vierten Tag. Wie soll es Tag und Nacht geben? Wurde zugeknipst mit dem Lichtschalter, oder? Wie soll Tag und Nacht sein, wenn es keine Erde gibt und wenn es keine Sonne gibt? Dann. Viertens, Pflanzenwuchs. Pflanzen, was brauchen Pflanzen zum Wachsen? Wasser, Erde und was noch? Was? Licht? Masha'Allah. Okay, die Pflanzen wurden am dritten Tag erschaffen, die Sonne erst am vierten Tag. Wasser? Sprudelwasser, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, das Wasser war schon vorher da. Aber die, wie gesagt, das Pflanzenwuchs, am dritten Tag Pflanzenwuchs, am vierten Tag erst die Sonne. Dann könnte natürlich jemand sagen, ja okay, 24 Stunden kann eine Pflanze bestehen. Aber dann hätten wir das Problem, dass die Erde in 6 Tagen ab 24 Stunden erschaffen wurde. Das würde auch der modernen Wissenschaft widersprechen. Im Koran steht auch, die Erde wurde in 6 Tagen erschaffen, aber Tage kann im Arabischen auch bedeuten, lange Periode. Alhamdulillah. Jetzt, fünftens, Judas steht in Matthäus 27, Vers 4, dass Judas sich, er hat das Geld bekommen, ich mache das mal ein bisschen vor, kann ich mich ein bisschen bewegen hier? Er hat das Geld bekommen, dafür, dass er Jesus verraten hat, ja, hat er das Geld bekommen. Und dann hat er ein schlechtes Gewissen. Dann hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Hat er ein schlechtes Gewissen gehabt? Dann ist er zu den Pharisäern gegangen im Tempel und hat gesagt, hier bitte, ich will mit dem Geld nichts mehr zu tun haben. Nimm das Geld zurück. Da haben sie gesagt, was haben wir damit zu tun? Das ist dein Problem. Und dann hat er das Geld genommen, hat es in den Tempel geschmissen und er ging und er hang sich. Er hang sich. Erhängen heißt, beim Hängen gestorben. Aufhängen heißt, du hast dich aufgehangen, vielleicht kommst du runter, vielleicht nicht. Das eine ist explizit, erhangen, gestorben. Das andere ist aufgehangen, vielleicht stirbt er nicht. Erstochen heißt, gestorben, angestochen heißt, der kommt nochmal ins Krankenhaus, vielleicht stirbt er, vielleicht überlebt er. Er hat sich erhangen, ist dabei gestorben. Wenn der Körper erstmal tot ist, ja, und der Ast ist noch nicht gebrochen, weil du dich bewegt hast und gezappelt hast, dann bricht der Ast auch nicht mehr. Aber, so, das war die erste Sache. In Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, derselbe Judas hat dieses Geld genommen, hat das nicht weggeschmissen, sondern hat sich davon einen Acker gekauft. In Matthäus steht, Matthäus 27 steht, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sich den Acker gekauft haben. Und er ist nicht auf dem Acker, hat sich nicht erhangen, sondern er ist hingegangen und ist hingefallen, sein Leib barst einen auseinander und seine Eingeweide fielen hinaus. Wie will man diesen Vers zusammenbringen? Man wird gesagt, ja, der hat sich erhangen, da ist der Ast gebrochen und dann ist er vorne übergestürzt und die Eingeweide fielen hinaus. Erstens, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich an einem Zweig erhängt und wenn er sich erhangen hat und ist erstmal fest, dann bricht der Ast auch nicht mehr. Zweitens, hat er sich direkt danach erhangen und hat das Geld nicht mehr aufgesammelt. Drittens, er wollte mit dem Geld nichts mehr zu tun haben und hier haben es die Schriftgelehrten genommen und da hat er es selber gekauft. Jetzt sagt jemand, ja, dieser Kauf wurde ihm zugeschrieben, weil das Geld ihm gehört. Ist totaler Quatsch. Ich kann zu jemandem sagen, hier bitteschön, nimm mein Geld, nimm das Geld und kauf mir etwas davon. Da kann man sagen, ich habe das gekauft. Wenn ich zum Beispiel meinem Freund das Geld gebe und sage zu ihm, hol mir mal eine Currywurst, aber Halal-Currywurst vom Hähnchen, dann kann ich sagen, ich habe das gekauft, auch wenn ich ihm nicht das Geld gegeben habe. Aber wenn ich zu dem sage, ich will das Geld nicht, schmeiße ihm das ins Gesicht und er kauft dann eine Currywurst, dann kann man nicht sagen, ich habe die Currywurst gekauft. Also mit anderen Worten, man kommt aus diesem Widerspruch absolut nicht raus, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Dann, das nächste Problem. In Matthäus 17, 10 bis 13 steht, dass Jesus sagt, dass Johannes der Täufer, Jahja, der wiedergeborene Elias ist. In Johannes 1, Vers 21 wird Jahja gefragt, Johannes der Täufer gefragt, bist du der Christus, der Messias? Er sagt, es steht dort,
Er gestand und leugnete nicht. Was heißt er gestand und leugnete nicht? Er sagt die Wahrheit. Er sagt nicht, er wusste nicht, was er erzählt oder war betrunken gewesen. Er sagt, er gestand und leugnete nicht. Er sagt ihn, bist du der Christus? Bist du der Messias? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Bist du der geborene Elias? Was hat Jesus gesagt? Matthäus 17, Vers 10 bis 13. Jesus hat gesagt, er ist der wiedergeborene Elias. Was sagt Johannes der Täufer? Prophet? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Weiß er nicht, wer er ist? Oder widersprechen die? Dann widersprechen die sich hier. Dann wird er eine dritte Frage gestellt, laut Bibel, und wird gefragt, bist du der Prophet? Hier soll die Frage sein, auf welchen Propheten nach dem Propheten Jesus, Isa, haben die Juden damals gewartet? Auf welchen? Das nur mal nebenbei. Nächster Punkt. Schwert. In Matthäus 26, Vers 52 steht, dass Jesus sagt, wer das Schwert ergreift, wird mit dem Schwert umkommen. Von vielen Christen wird das genutzt, wird gesagt, guck mal, Mohammed hat Kriege geführt. Jesus hat gesagt, wer das Schwert ergreift, wird mit dem Schwert umkommen. Guck mal, wie schön das ist, ergreift kein Schwert. Wir sagen auch, ergreift kein Schwert. Aber was ist, wenn zu dir jemand nach Hause kommt, vergewaltigt deine Frau, tötet deine Kinder und will dich danach auch noch töten? Was sagst du dann? Hier kannst du meine andere Tochter auch noch haben, meinen Sohn kannst du auch noch töten. Oder nimm in diesem Fall das Schwert. Oder Tränengas. Oder du rufst die Polizei. 110. So, also hier sagt er, wer das Schwert ergreift, wird mit dem Schwert umkommen. Jetzt, in Lukas 22, Vers 36, was sagt er dort? Dort sagt er zu den Jüngern, kauft euch ein Schwert. Hier sagt er, wer das Schwert ergreift, wird mit dem Schwert umkommen. Hier sagt er, kauft euch ein Schwert. Muss man sich selber beantworten, ob das kein Widerspruch ist. Dann, Esra 3 und Nehemia 7. Oder Esra 2 oder Esra 3, Nehemia 7. Hier werden die Israeliten beschrieben, mit ihren Stämmen und Familien, die aus Babylonien wieder aus babylonischer Gefangenschaft, aus dem babylonischen Exil ausgewandert sind. Wenn man sich die Zahlen ansieht, gibt es insgesamt zwischen diesen zwei Kapiteln 18 Widersprüche. 18 Widersprüche. Und in beiden Kapiteln steht, dass insgesamt die Zahl 42.360 Menschen waren. Aber wenn man Esra addiert, plus addieren heißt plus nehmen, dann kriegt man am Ende 29.818. Also nicht 42.360, sondern 29.818. Und bei Nehemia bekommt man 31.089. So, dann. In Psalm 75, Vers 3 steht, dass die Erde Säulen hat. Die Erde hat Säulen. Und in 1. Samuel 2, Vers 8 in der katholischen Bibel wird das genau erklärt. Weil in Jesaja steht, und da sagen die Christen, guck mal, da sagen Missionare drüber, guck mal, das heißt, Jesaja steht, Gott war über dem Erdkreis. Aber was ist ein Erdkreis? Ein Kreis ist zweidimensional. Ein Kreis ist nicht dreidimensional. Jeder, der Geometrie in der Schule hatte, weiß, ein Kreis ist zweidimensional. Wenn wir sagen, meine Kugel oder ein Ei ist dreidimensional, dann sagen sie, guck, der wusste schon, dass die Erde rund ist. Subhanallah. Ja, rund heißt nichts. Okay, eckig war sie nicht, aber das heißt noch lange nicht, dass sie eine Sphäre war. Sphärisch. Dann, in 1. Samuel 2, Vers 8 in der katholischen Übersetzung steht was? Dort steht, Gott hat den Erdkreis gegründet und die Erde steht auf Säulen. Das heißt, wir haben einen Kreis und darauf steht die Erde auf Säulen. Dann, wie viele Wagenkämpfer? In 2. Samuel 8, Vers 4 sind es 1700 Wagenkämpfer und 1. Chronik 18, Vers 4 sind es 7000 Wagenkämpfer. Das sind 10 Punkte, die ich einfach mal erwähnen wollte. Ich will damit keinen beleidigen. Jeder soll sich selber Gedanken darüber machen. Vielleicht hat er Antworten darauf, vielleicht auch nicht. Das ist offengestellt. Aber für mich sind das natürlich Dinge, wo ich sage, selbst wenn die Qumran-Rollen richtig wären, könnte ich das nicht als das reine Wort Gottes akzeptieren. Jetzt zu Voraussagen in der Bibel. Ja? Wir haben also im Koran ganz eindeutige Hinweise, zum Beispiel in Sure 7, Vers 157. Diejenigen, die an den Propheten glauben, den Gesandten, der nicht lesen und schreiben kann, den sie bei sich im Buch vorfinden. Und viele andere Verse. Wir haben... Und wir wissen aber, dass einiges in der Bibel verfälscht ist. Deswegen,
Wenn wir jetzt Hinweise in der Bibel finden, wir machen uns auf die Suche, wir analysieren, die auf den Propheten Mohammed hinweisen, dann kann nachher keiner kommen und sagen, ja okay, aber der Kontext stimmt hier auch nicht so, weil wir gehen sowieso davon aus, dass vielleicht kleine Wörter verändert worden sind, die die ganze Sache verändern wollen, aber wir finden auf jeden Fall Zeichen, die dafür sprechen. Als allererstes muss man wissen, dass die meisten Muslime heute im arabischen Raum, das heißt Syrien, Jordanien, Jemen, alle früher gottesfürchtige Christen und Juden gewesen sind, die den Islam angenommen haben. Das ist vielen Leuten nicht so bewusst. Auch aus der Türkei, die meisten Leute, die jetzt Muslime sind, waren früher Christen oder Juden von der Religion und haben den Islam angenommen. Das ist etwas, was vielen Leuten gar nicht so bewusst ist. Und wir finden im Koran ganz deutliche Hinweise darauf. Als allererstes, in Sure 2, Vers 89, wird ein Vers offenbart. Dieser Vers sagt, und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigt, was bei ihnen war, und zuvor hatten sie den Sieg gegen die Ungläubigen gepflegt, als nun das zu ihnen kam, das sie kannten, verleugneten sie ihn. Das heißt, die Juden, die damals in Medina gelebt haben, sind dort nach Medina gekommen, weil sie wussten, dass dort der letzte Prophet auftritt. Der Koran gibt hier Zeugnis drüber. Und sie haben zu den damaligen Menschen in Medina gesagt, wir beten zu Gott, dass dieser Prophet kommt und dieser Prophet wird mit uns gegen euch kämpfen. Und er wird euch bestrafen. Jetzt steht hier genau dieser Vers, wird darauf hingewiesen. Jetzt muss man sich eine Sache bedenken. Wer hat den Koran gelesen? Die Leute in Medina, die zum Islam konvertiert sind, haben den Koran gelesen. Wäre dieser Vers falsch gewesen und würde es nicht stimmen, dass diese Juden, die vorher hingekommen sind, dass die auf den Propheten Mohammed gewartet haben, was wäre dann? Da hätten sie gesagt, was steht da im Koran? Wir glauben nicht mehr an das Buch. Das stimmt doch gar nicht. Aber sie wussten, dass die Juden diesen Einwohnern von Medina, von Yathrib, damit gedroht haben. Und das ist auch der Grund, warum die von Medina, die Ansar, die Helfer genannt werden. Denn sie waren diejenigen, die dem Propheten Sallallahu geholfen haben. Sie waren diejenigen, die den Islam vor den Mekkanern angenommen haben, weil sie wussten von den Juden, dass ein Prophet kommen wird. Und hier sagt Allah, dass dann, als der Prophet kam, sie nicht an ihn geglaubt haben. Dann haben wir historisch gesehen große Persönlichkeiten, die den Islam angenommen haben. Najashi, der König von Äthiopien, ein Christ, hat den Islam angenommen. Warraq ibn Nawfal, ein christlicher Gelehrter, hat den Islam angenommen. Weil sie sagen, das ist das, was wir kennen. Wir haben Abdullah ibn Salam, der größte jüdische Gelehrte in Medina, der den Islam angenommen hat. Wir haben Maryam al-Kubti, eine Christin, die den Islam angenommen hat. Wir haben Safiya, eine Christin, die den Islam angenommen hat, weil ihr Vater ein Rabbiner war, der wusste, dass dies kam und sie hat vorher von dieser Botschaft gehört. Also wir haben diese Beweise. Wir haben Salman al-Farisi, der 1000 Kilometer gewandert ist, weil damals ein christlicher Gelehrter zu ihm gesagt hat, hier wird der letzte Prophet kommen. Das heißt, Dinge waren vorhanden. Das haben wir ganz eindeutig. Und wir haben hier im Koran, zum Beispiel Sure 2, Vers 146, diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, das heißt Mohammed, wie sie ihre Söhne kennen. Aber ein Teil von ihnen verheimlicht wahrlich die Wahrheit, obwohl sie es wissen. Sure 26, Vers 197, ist es für sie kein Zeichen, dass die Gelehrten der Kinder Israels ihn kennen? Wer sind die Gelehrten der Kinder Israels? Abdullah ibn Salam beispielsweise. Sie kennen ihn. Das heißt, das steht im Koran. Wäre das damals nicht so gewesen, hätten alle Leute gesagt, das, was der Koran erzählt, stimmt doch nicht. Weil die haben den Koran bezeugt, die haben es mitbekommen, wie es herabgesandt wurde. Das heißt, von daher gehen wir davon aus, dass es noch Dinge gibt. Dass es noch Zeichen gibt. Und wir machen uns auf die Suche und schauen nach. Wie gesagt, der Kontext spielt dabei für uns nicht die große Rolle, weil wir sowieso davon ausgehen, dass der Kontext verändert worden ist, damit man das nicht sieht, weil es wäre sehr ungünstig für einige Gruppen, wenn auf einmal da stehen würde, Mohammed kommt als letzter Prophet. Was würde dann auf der Welt los sein? Nächste Sache. Wenn man manche Christen fragt, gibt es in der Bibel Beweise, dass Jesus kommt, dann sagen sie, oh, Tausende. Aber dann sage ich, gib mir einen Vers, wo steht der Name Jesus, dann finden sie keinen. Jetzt analysieren wir nochmal und man sollte das Herz aufmachen und sich einfach mal die Dinge zergehen lassen und einfach mal darauf achten, was hier so genommen wird. Wir haben als erstes Deuteronomium, 5. Buch Moses, Kapitel 33, Vers 2. Dort steht, der Herr kam vom Sinai.
Sinai ist dort, wo Moses die Offenbarung bekommen hat. Dann steht, er leuchtete vor ihnen auf aus Seir. Das ist, wo Eisa die Offenbarung bekommen hat. Er strahlte aus dem Gebirge Paran. Paran ist Faran, ist das Gebirge bei Mekka. Wer kommt daher, welcher Prophet? Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Dies ist die Chronologie. Moses, Jesus, Mohammed. Er strahlte heraus aus dem Gebirge Paran. Dann, er trat heraus aus Tausenden von Heiligen. Wer sind die Tausenden von Heiligen? Diese Heilige von Paran. Die Sahaba, und in einer anderen Übersetzung steht 10.000 Heilige, und 10.000 Sahaba waren es, bei wann? Bei der Eroberung von Mekka, als sie die Quraysh besiegt haben. Dann, ihm zur Rechten flammte vor ihm das Feuer des Gesetzes, der du die Völker liebst, in deiner Hand sind alle Heiligen, die mit ihm sind, eines jeden von ihnen. Sie haben sich dir zu Füßen geworfen, jeder wird sich erheben, wenn du es befiehlst. Wer wirft sich dem allmächtigen Gott im übertragenen Sinne zu Füßen? Die Muslime. Wir werfen aus dem Boden. Und wann heben wir uns wieder auf? Wenn Gott es indirekt befehlt. Wenn der Imam sagt, Allahu Akbar, denn es ist ein Befehl von uns, von Gott, dem Imam zu folgen. Alhamdulillah. Nächste Sache. Habakuk 3. Hier steht, Gott kommt von Teman. Das ist übrigens, Gott kommt von Teman her. Teman, wird man nachher sehen, ist die Gegend bei Medina. Gott kommt von Teman her. Der Heilige kommt vom Gebirge Paran. Faran im Arabischen, das Gebirge bei Mekka. Jetzt, seine Hoheit überstrahlt den Himmel, sein Ruhm überfüllt die Erde, er leuchtet wie das Licht der Sonne, ein Kranz von Strahlen gibt ihn, ihm verbirgt sich seine Macht. Wenn er kommt, wird die Erde erschüttert, wenn er hinblickt, zittert die Völker. Vor wem haben die Menschen gezittert? Vor Jesus oder vor Mohammed? Der Prophet Mohammed s.a.w. hat gesagt, dass Gott seinen Feinden Angst ins Herz geworfen hat, auf eine Distanz von einem Monat. Das passt also genau auf diesen Hadith vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu. Nächste Voraussage ist in Jesaja 21. Das heißt, Ankündigung des Gerichts über Arabien. Ankündigung des Gerichts über Arabien. Ausspruch über Arabien. Übernachtet im Gebüsch, in der Steppe, ihr Karawan von Devan. Bringt den durstigen Wasser, ihr Bewohner der Gegend von Tema. Den durstigen Wasser. Wer ist Thema? Medina. Bringt den durstigen Wasser und dann kommt den Fliehenden entgegen mit Brot. Wer waren die Fliehenden gewesen? Die Muhajirun. Die Leute, die von Mekka geflohen sind. Warum sind die geflohen? Nach Medina. Denn sie sind vor dem Schwerter geflohen, vor dem gezückten Schwert. Die Auswanderung nach Medina. Und wie kamen die Ansar, die Helfer aus Medina, ihnen entgegen? Mit Brot, mit Wasser. Und der Prophet hat zwischen ihnen die Uchua, die Bruderschaft gesetzt. Und alle sind zusammengekommen und jeder hat dem anderen was gegeben. Und einer hat sogar zwei Frauen gehabt und hat Abdurrahman eben aufgesagt, du kannst eine Frau von denen wählen für dich, kannst du sie heiraten. Okay, jetzt nicht, dass die Frauen das falsch verstehen. Subhanallah. Aber trotz alledem, Alhamdulillah. Dann, denn so. Und als sie nach Medina gekommen sind, was haben sie gemacht? Sie haben die Moschee gebaut und dann, denn so hat der Herr gesagt, wie lange war es dann noch von Medina, von der Auswanderung nach Medina, bis Schlacht von Badr, wie lange war das? Ein Jahr. Denn im zweiten Jahr war die Schlacht von Badr, wo die Quraysh vernichtet wurden. Und wer sind die Araber, diese Quraysh? Das sind die Nachfahren von Ismail, von dem Sohn von Ismail, der Kedar heißt. Jetzt steht, denn so hat der Herr zu mir gesagt, noch ein Jahr, ein Söldnerjahr, dann ist es mit der ganzen Macht Kedas, die Quraysh, die Nachfahren von ihnen zu Ende. Von den Bogenschützen in Kedar bleiben nur wenige übrig, der Herr, der Gott Israels hat gesprochen. Medina, Auswanderung, Badr, alles drum und dran, Gebirge und Mekka, alles drin. Nächster Punkt. Jesaja 42. Das erste Lied vom Gottesknecht. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. Was ist Erwählter auf Arabisch? Mustafa. Und Mustafa ist ein Name vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Dann geht's weiter. Hier. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, dieser Mann. So wie der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, der tagsüber Instruktionen gibt, der tagsüber den Menschen hilft, der tagsüber betet, der in die Schlacht zieht und nachts steht er stundenlang im Gebet, bis die Füße anfangen zu schwellen. Dies ist der Knecht Gottes, der nicht müde wird. Dann geht's weiter. In Vers 8. Meinem Ruhm nicht die Götzen. Das heißt, dass er den Götzen keinen Ruhm gibt.
Wer hat die Götzen entehrt? Wer hat die Götzen zerstört um die Kaaba? Der Prophet Muhammad SAW. Dann geht es weiter. Der Sieg Gottes. Hier im Vers 14. Die Wüste und ihre Städte sollen sich freuen. Die Dörfer, die Kedar bewohnt. Wer ist Kedar? Der Sohn von Ismail, der Stammvater der Araber. Wo wohnt er? In den Arabien. Das heißt, die Dörfer, die Kedar bewohnt, sollen sich freuen. Dann geht es in 12 weiter. Sie sollen die Herrlichkeit des Herrn verkünden, seinen Ruhm auf den Inseln verbreiten. Welche Inseln? Arabische Halbinsel. Dann weiter. Der Herr zieht in den Kampf wie ein Held. Er entfacht seine Leidenschaft wie ein Krieger. Wer ist in den Kampf gezogen? Jesus oder Mohammed? Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Nächster Punkt. Deuteronomium, Vers 18. Hier muss man genau aufpassen. Das ist wirklich sehr interessant. Hier steht, Deuteronomium, Vers 18, dort steht, erstmal hier unten steht als Fußnote, später wurde diesem Text, das wäre gut, wenn man ein bisschen leise sein will, weil andere Leute was hören und das stört auf dem Vortragenden, das wäre besser. Wenn man reden will, kann man ja auch rausgehen, weil das wird dann schon sehr unruhig hier vorne, ja. Hier steht zu diesem Vers, später wurde aus diesem Text die Verheißung eines endzeitlichen Propheten herausgelesen. Aha, wer ist denn ein endzeitlicher Prophet? Wer ist der letzte Prophet? Mohammed, jetzt. Gott sagt zu Moses laut Bibel, einen Propheten wie dich, deine Eigenschaften wie Moses, will ich mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihm alles sagen, was ich ihm auftrage. Ein Mann aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Wir fangen an mit der ersten Sache. Einen Propheten wie dich. Christen sagen, diese Voraussage bezieht sich auf Jesus. Wir schauen, wer ist Moses ähnlicher? Wer ähnelt Moses mehr? Jesus oder Mohammed? Erstens, Mohammed, ich habe 15 Kategorien gemacht, 15. Erste Kategorie, von seinem Volk angenommen. Wer wurde von seinem Volk angenommen? Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Zweite Kategorie, politischer Führer. Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, laut Bibel. Dann natürlicher Tod. Jesus in den Himmel aufgezogen worden, laut Christentum gekreuzigt worden. Natürlicher Tod. Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Körper auf der Erde, wir kennen das gerade von Mohammed, wir wissen, der Körper von Jesus ist im Himmel, der Körper von Moses ist auch auf Erde, das heißt, Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Fünftens, hatte Kinder, Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Kriege geführt, Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. War verheiratet, Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Teilweise nicht von seinen Eltern aufgezogen, weil Moses wurde teilweise von der Frau vom Pharao aufgezogen. Und Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist Waisenkind geworden. Das heißt, Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Dann, normale Geburt, das heißt, sie hatten zwei Elternteile, Vater, Mutter. Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Dann, militärischer Führer, Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Dann Todesstrafe durchgeführt, wie Gott es befiehlt. Moses ja, Mohammed ja, Jesus nein. Dann Prophet, Moses ja, Mohammed ja, Jesus ja. Neuer Bund, Moses ja, Mohammed ja, Jesus ja. Wunder gewirkt, Moses ja, Mohammed ja, Jesus ja. Dann Nationalität, Moses Jude, Mohammed Araber, Jesus Jude, von der Nationalität her. Das heißt, der Prophet Mohammed, Jude vom Stammbaum her, ja, also nicht von der Religion her, sondern von der Nationalität her. Das heißt, Mohammed stimmt in allen 15 Punkten mit Moses überein, Jesus stimmt aber nur in einem Punkt mit Moses überein, in der Nationalität. Also wer ist Moses ähnlicher, Jesus oder Mohammed? Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Jetzt schauen wir die Nationalität, was spielt die für eine Rolle in dieser Voraussage? Er sagt, er wird diesen Propheten, der so Moses ähnelt, unter ihren Brüdern auferwecken. Wer sind die Brüder der Israeliten? Abraham hat zwei Söhne, Ishak und Ismael, ja. Ismael ist der Stammvater der Araber, Isaac ist der Stammvater der Juden. Das heißt, Juden und Araber sind Brüder in der Blutverwandtschaft.
Jetzt wird jemand sagen, ja, nein, aber hiermit ist gemeint, er wird unter den Juden, unter den Leuten von Israel einen neuen Propheten auferwecken. Schauen wir die Bibel an, analysieren wir. In Deuteronom 34, Vers 10 steht, dort steht, und nie wieder kam ein Prophet wie Moses unter den Israeliten. Das heißt, Jesus fällt raus, Mohammed, es passt genau auf Mohammed. Jetzt geht's weiter, noch besser. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen. Wer hat die Worte in den Mund gelegt bekommen? Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam war derjenige, der die Offenbarung bekommen hat, dass Gabriel es ihm vorgesprochen hat und hat ihm die Worte in den Mund gelegt. Auf niemanden trifft, ich will ihm meine Worte in den Mund legen, so wie auf Mohammed. Und dann ganz wichtig, und er wird ihnen alles sagen. Was steht im Koran über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam steht im Koran, dass Allah sagt, er hat durch ihn seine Religion vervollkommnet. Sure 5, Vers 3. El-Yome ekmeltu lekum dinekum. Heute habe ich eure Religion vollkommen gemacht. Und an anderer Stelle steht, dass er sagt, dass Mohammed der letzte Prophet ist. Sure 33, Vers 40. Das heißt, danach kann keiner mehr kommen, die Religion ist perfekt. Und in Sure 5, Vers 67 sagt er, O Gesandter, Ya ayyuha Rasul, Bellir me unzira ilayka me rabbik, fa in lam taf'al, فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ O Gesandter, verkünde alles, verkünde offen, was von Allah zu dir herabgesandt gekommen ist. Und wenn du es nicht machst, hast du die Botschaft nicht überbracht. Und was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hajjatul Wada, in der letzten Pilgerfahrt? Allah, habe ich nicht die Botschaft überbracht? Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. O Allah, sei mein Zeuge, sei mein Zeuge, sei mein Zeuge, dass ich die ganze Botschaft überbracht habe. Das heißt, dieser Punkt trifft genau auf ihn zu. Was sagt Jesus? Sagt Jesus, er hat ihnen alles gesagt? Laut Johannes 16, Vers 12 sagt Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Er sagt also, bevor er aus der Welt geht, bevor er von Gott genommen wird, sagt er, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Aber wenn der nach mir kommt, der Periklytos auf Griechisch, der wird euch in der ganzen Wahrheit führen. Der wird euch alles sagen. Wer ist derjenige, der nach Jesus kam? Also Jesus sagt dir ganz deutsch, dass er nicht dazu gehört. Und hier sagt dann am Ende nochmal zu Deuteronom 18, Vers 18, sagt er, und wer nicht auf die Worte hört, die der Prophet in meinem Namen spricht. Wer spricht in den Namen von Allah? Wo fängt die Sure immer an mit Bismillahirrahmanirrahim? Der Prophet spricht im Namen des Allmächtigen Gottes. Den wird Gott selbst zur Rechenschaft führen. Deswegen sollte jeder den Islam annehmen, Alhamdulillah. Jetzt zur nächsten Voraussage. Johannes 16, Vers 17. Hier steht, nochmal darauf zurückzukommen, noch vieles habe ich euch zu sagen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, auf Griechisch Parakletos, auch Tröster übersetzt, heißt eigentlich wörtlich, wie ein Advokat, also ein Anwalt, ja, wird er euch die ganze Wahrheit führen. Der wird euch alles zeigen. Wer hat alles gezeigt? Mohammed. Dann, denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. So, was steht in 53 Vers 3 und 4? Suche 53 Vers 3 und 4. Dort sagt Allah, wir haben gesagt, er redet nicht von sich selber, über Mohammed, wa ma yantiku anil hawa, in huwa la wahyun yuha. Er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Ja? Jetzt, die Christen sagen, hiermit ist der Heilige Geist gemeint. Analysieren wir den Text, weil an einer anderen Stelle kommt auch vor, dass damit der Heilige Geist gemeint sein soll. So ist es nicht, ja? Aber analysieren wir das mal. Hier steht, dann in 16 Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand, Parakletos, nicht zu euch kommen. Das heißt, Jesus redet über jemanden, wenn das stimmt, was hier steht, redet über jemanden, der nicht da ist. Dann gucken wir, war der Heilige Geist da? Natürlich war der Heilige Geist da. Der Heilige Geist ist angekommen, als Jesus angeblich getauft wurde, in Form einer Taube. Der Heilige Geist war am Anfang der Schöpfung da. Der Heilige Geist war bei Zacharia da, bei Zebedeus da. Das heißt, der Heilige Geist war da. Das heißt, hier wird nicht über jemanden geredet, der schon da ist. Hier wird über jemanden geredet, der noch kommt. Jetzt.
Das griechische Wort, was hier steht, ist Parakletos im griechischen Original. Parakletos heißt, wie gesagt, Anwalt oder enger Freund in diesem Sinne. Und wir wissen, dass viele Wörter mit einer kleinen Veränderung, mit einer kleinen Veränderung eine ganz andere Bedeutung bekommen. Jetzt gibt es, wir wissen zum Beispiel, dass früher im Mittelalter immer Mohammed, Mahomet geschrieben wurde. Jetzt gibt es ein anderes Wort, das heißt Periklytos. Also fast genau dasselbe. Paraklytos, Periklytos. Zwei Buchstaben, zwei Vokale haben sich geändert. Paraklytos, Periklytos. Und was heißt Periklytos? Periklytos heißt jemand, der lobt und jemand, der gelobt wird. Und was heißt jemand, der lobt, gelobt wird auf Arabisch? Mohammed. Und was heißt jemand, der lobt auf Arabisch? Ahmed. Und was steht im Koran in Sura 61? Dass Jesus sagt, Mubashiram bi Rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Denn ein Name vom Prophet Mohammed s.a.w. war Ahmed. Das heißt, mit zwei Buchstaben kann hier schnell etwas verändert worden sein. Und dann hätten wir ganz klar den Namen Ahmed. Aber es geht noch klarer, denn wir haben schon darüber geredet, dass es verschiedene Evangelien gab. Vier wurden akzeptiert, die anderen nicht. Und im Barnabas-Evangelium steht der Name Mohammed ganz explizit. Jetzt etwas anderes. Wie war die erste Offenbarung vom Propheten Mohammed SAW? Wie war die gewesen? Was ist da passiert? Kann mir das einer sagen? Was war die erste Offenbarung? Kennt doch bestimmt jeder. Ja, okay, was ist da passiert genau? Was ist da genau passiert? Die war in der Höhle, ja, was ist dann passiert? Was hat er gesagt? Also er hat gesagt, lies, und der Prophet Mohammed hat gesagt, ich kann nicht lesen. Also mit anderen Worten, als der Koran ihm das erste Mal offenbart wurde, als das Buch offenbart wurde, als ihm das Buch übergeben wurde, in dem Sinne die erste Offenbarung, hat der Engel gesagt, lies, und Mohammed hat gesagt, er kann nicht lesen. Richtig? Einer dagegen, einer nicht damit einverstanden? Doch, okay. Jesaja 29, Vers 12 steht, und das Buch wird jemandem gegeben werden, wobei jemand zu ihm sagt, lies, und er wird sagen, ich kann nicht lesen. Alhamdulillah. Jetzt die nächste Frage ist, welche Zeichen braucht man noch? Welche Zeichen braucht man? Alhamdulillah, ich habe heute jemanden hier, der Hebräisch kann, weil er kommt aus Tel Aviv, der Abu Jibril. Ich habe hier eine hebräische Bibel. Ich kann leider nicht aussprechen. Und ich wollte euch mal vorlesen, er wollte euch mal ganz langsam vorlesen, aber macht das auch so, dass es ganz klar wird, was hier steht auf Hebräisch. Und dann erklären wir das nachher, wie das übersetzt wurde. Er kommt aus Tel Aviv hier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wa salatu salam ala Rasulillah. Warte, kurz das Mikrofon. Und übrigens, das ist Hohelieder 5, Vers 16. Also, Shira Shirim. Hier steht, Chiko Mamtakim Vekolo Mahmadim Ze Dodi Veze Rai Banot Yerushalayim. Jetzt mach nochmal langsam das Wort, ohne dieses Im. Also, Mahmadim, also Mohammed, also das Wort könnte so wie Mohammed, und im Hebräischen, wenn ein Wort, also wenn ich das trenne, Mohammed, also das Wort Mohammed, und wenn ich ihm ein Jod und ein Mim gebe, also abschließend, ihm, Mohammedim, ihm, ja, dann ist das so ihm, also das ist, die Person wird damit angesprochen. Respektsform. Genau, Respektsform. Also, Chikom am Takim, das heißt, aus seinem Mund kommt süße, sozusagen gute Worte, schöne Worte. Vekulo, das heißt er, alles an ihm ist lobenswert. Also er ist Mohammed? Mohammed, genau. Mahmadim. Natürlich, in der hebräischen Sprache gibt es Leute, die haben ein bisschen so einen Akzent, dann sagen sie Mahmadim, aber es ist das Gleiche. Also es ist die gleiche Bedeutung. Zedudi, das heißt, er ist ein Verwandter von mir. Veze Rai, also ein Freund von mir, ein vertrauter Freund. Banot Yerushalayim, das ist euch die Töchter Jerusalems. Also mit anderen Worten, hier steht, alles, sein Mund ist voll Süße, das heißt, man kann sagen, Süße kommt aus seinem Mund, ja, dann Mohammed, in dem Sinne, weil wir wissen auch, im Deutschen sagt man auch Mohammed, ja, man hat Mohammed, hier Mohammed, dann ihm,
für respektvoll, Mahmed, ihm. Und dann, dies ist mein Geliebter, dies ist mein Freund, o ihr Töchter Jerusalems. Und deswegen sollte jeder sich fragen, ob wir heute nicht etwas aufgedeckt haben. Und ich gebe jedem als Tipp, inshallah, sich einfach mit dem Islam zu befassen. Das ist unsere Präsentation. Es kann gerne jemand anderer Meinung sein. Ich gebe jedenfalls jedem für den Tipp, soll Islam annehmen zu seiner eigenen Rettung. Und natürlich, man denkt sich am Anfang, das ist alles so schwer und alles so kompliziert. Es ist einfach. Wenn man sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alle Sünden werden vergeben. Was hindert einen daran zu sagen, ich glaube, Mohammed ist ein Prophet? Was hindert einen daran zu sagen, ich glaube, es gibt nur einen, der anbetungswürdig ist. Jesus ist kein Anbetungswürdiger, ist nur ein Mensch, ein vollkommener Mensch. Was hindert einen daran? Hier werden alle Sünden vergeben. Wenn man stirbt und man hat Sünden, der eine hat eine Freundin, die andere Frau fällt ihr schwer, Kopftuch zu tragen, das sind Kleinigkeiten. Das sind Sünden, die Gott vergibt, aber man soll seine Ewigkeit retten. Seine Ewigkeit retten. Deswegen gebe ich jedem den Tipp, es sind nicht mehr so viele Nicht-Muslime da, dass er heute noch den Islam annimmt. Und wir werden uns freuen und wir werden ihn herzlich empfangen. Denn vielleicht gehst du hier raus und wer weiß, was passiert. Das ist die Botschaft, die ich gebe. Jazakumullahu khairan. Wie gesagt, und falls jemand nicht mit dem einverstanden ist, was ich gesagt habe, sollte ich darüber Gedanken machen und Gott um Rechtleitung bitten. Und wir brauchen alle Gottes Rechtleitung. Wir sind auch keine tollen Menschen oder so. Wir müssen uns alle verbessern. Und wir versuchen halt alles Beste zu geben, nur man sollte sich Gedanken machen, welcher der richtige Weg ist. Und ohne Zweifel, Islam ist der richtige Weg. Wenn man Probleme hat mit irgendeiner Sache, der eine hat eine Freundin, die andere trinkt gerne Alkohol, nehme Islam erstmal an und dann arbeite an diesen Sachen. Nehme Islam erstmal an und dann verbessere dich langsam. Du schaffst nicht von heute auf morgen alles, aber bezeuge es. Weil dieses Zeugnis wird, wenn du heute stirbst, wird es dich vor der ewigen Hölle retten. Alhamdulillah, das sage ich, weil ich es gut mit jedem meine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.